herzlich willkommen bei Podstock 2019 und an unserer wunderbaren Außenbühne. Es geht hier auch jetzt weiter mit dem einzigen Laber-Podcast, den ich kenne, der 2B im Titel hat, nämlich mit Hör doch mal zu, ein Laber-Podcast, gemacht von Jan und von Frank, und sie haben sich hochkompetente Gäste eingeladen. Die beiden reden normalerweise über Dinge, die im Netz passieren und was ihnen sonst so über den Weg läuft, und heute geht es auch um das Internet, um Dinge, die im Internet passieren, und um ein Pastorat. Ich wünsche ganz viel Spaß. Ja, ihr hört uns zu, das ist gut, das passt zum Namen unseres Podcasts. Wir begrüßen euch, danken für das Interesse jetzt schon mal. Und ich frage mal meinen Spezi, Jan, wie ist denn dein Befinden? Denn so fangen wir immer an. Stimmt. Ich habe jetzt endlich getwittert, dass wir live sind. Hallo, mir geht's gut. Wir haben jetzt getwittert, jetzt ist die Welt wieder in Ordnung. Mir geht's soweit ganz... Ja, ich bin hier auf dem Podstock, jetzt geht's mir gut. Ansonsten allgemein geht's mir so lala. Aber das ist ja irgendwie immer schon so die in der letzten Zeit. Ich glaube, mal gucken, wann das wieder besser wird. Ich weiß es noch nicht so genau. Es entwickelt sich, das Flugwesen, Genossenbauern, so ungefähr. Wir haben Gäste. Ich stelle mal den Gast zu meiner Linken vor. Oh, jetzt muss ich nachdenken, wo rechts und links ist. Hallo, wer bist du? Ich bin Leandra. Genau. Und was machst du hier? Weiß ich auch nicht genau. Das ist super. Ja, genau. Dich haben wir eingeladen, weil du jung bist. Ja. Genau. Wie alt bist du denn? 13, heute und geworden. Wann? Genau. Oh. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Genau. Ein Geburtstagsgeschenk, Gast in einem Podcast zu sein. Ja. So kann man das auch sehen. Was? So schlimm? Nein, ich finde es sehr toll. Genau. Ja, und zu meiner Rechten sitzt die? Gesche Schaar. Genau. Moin. Moin. Die Gattin vom Schasen. Und du warst letztes Jahr als Hörerin hier. Ja, ich war letztes Jahr hier. Du warst hier und dann haben sie dich irgendwie mit Podcasts angefixt. Und die waren alle sehr nett. Die waren nett. Damit konnte niemand rechnen. Ja, und dann machen wir auch gleich Werbung für deinen Podcast, auf den wir nachher nochmal zu sprechen kommen. Du machst Hashtag Gastini. Hashtag Gastini mit eurem Gastini aus von überm Teich. Ja, überm Teich an Deich. Gut. So, Gastvorstellung ist durch, können wir anfangen? Prinzipiell schon, ja. Wenn ich jetzt hier gerade nicht irgendwie... Ich würde die Lea mal fragen wollen. Die ist ja nun aus einer Zeit, in einem Alter, wo das Internet schon da war. Ja. weißt du etwas darüber, wie es angefangen hat? Anders als jetzt. Ja, es gab nämlich mal eine Zeit, da gab es keine bunten Webseiten. Ja. Ne? Ja. Da gab es nur diese Terminals, wo man in grüner Schrift auf dunkel schrieb. Wenn du das Netz benutzt, was machst du denn dann? Wenn du ins Internet gehst, falls du diesen hässlichen Begriff kennst. Oh Gott, viel. Mhm. Sehr viel. Welche Dienste nutzt du denn? Ja, WhatsApp so Standard. Ja. Instagram, TikTok, YouTube. Was ist denn TikTok? Ja. Das war mal Musical.ly, das ist so ein Ding, da kann man so Videos machen. Also man nimmt sich selbst auf und dann wird da so Musik hintergespielt. Die Musik hast du die im Griff oder macht das TikTok? Du hast so Videos und du kannst entweder Lieder nehmen, also du nimmst meistens Lieder, die es halt schon gibt, so irgendwelche. Und sagst, das soll meine Hintergrundmusik werden? Aber die wird halt schon im Video, also wenn du das Video machst, abgespielt. Ja. Ja. Du suchst dir die vorher aus, machst ein Video und das System bastelt dir die dazu. Okay. Und Facebook? Gar nicht, nein. Gar nicht. Das ist doch eine schöne Antwort. Die gefällt mir. Ich habe nicht mal einen Facebook-Account. Ja. Hä? Sehr gut. Ich bin hier gerade leicht verwirrt. Das bin ich oft.
Ja, ich kann schön dazu aus der Erfahrung vergangener Sendungen sagen, es ist nicht das erste Mal. Ja, aber warum kann ich jetzt hier mit M nichts drücken? Weil er hat die Angewohnheit, nicht zu podcasten solo, sondern immer noch was nebenbei zu machen. Und seien es Kapitelmarken. Kann man. Das ist doch jetzt habe ich keine Kapitelmarken in dieser Sendung. Das ist egal. Die das brauchen ist nicht wir nicht. Egal. Ja gut, dann gibt es eben keine. Das gibt mal keine, weil wir reden alle miteinander und ja, da brauchen wir keine Kapitel. Kannst du mir mal gucken, wo der Magic Ring oder der Fidget Spinner ist und mir den bringen? Dankeschön. Ja, dann brauche ich jetzt ein Stimmtoy, weil so geht das ja nicht. Ach so, du brauchst Beschäftigung. Ja, irgendwas muss ich doch machen, wenn ich mit euch rede. Ja, du podcastest doch. Ich mach meine Nägel kaputt. Dann gebe ich dir den Fidget Spinner und ich krieg den Magic Ring, dann machst du dir die Fingernägel nicht mehr kaputt. Das wäre gute Sache, ja. Ja, ja genau. Wenn du du benutzt WhatsApp natürlich als Kommunikationsmedium mit Freundinnen. Ja. Ja. André, telefonierst du auch noch? Ja, sehr oft. Ach, das auch noch? Ich dachte, Jürgen telefoniert gar nicht mehr. Doch. Und wie hältst du dabei das Handy? Das ist, glaube ich, die wichtigste Frage ever, ne? Ja, ich leg meistens mein Handy einfach neben mich und mach Lautsprecher an, dann rede ich mit denen. Kannst du mir erklären, warum manche Leute diese Frühstücksbrettchen vor sich halten? Ich mache das auch, aber nicht oft. Also warum? Ich mache es nur, wenn ich Kopfhörer drin habe, weil ich möchte das nicht da hinten hängen, weil dann möchte ich sehen, was ich drauf mache. Und irgendwie, ich weiß nicht, wo das kommt. Du machst doch beim Telefonieren Tipps oder nicht noch, oder? Nö, aber ich mache so und ich weiß nicht, warum ich das mache. Das ist einfach antrainiert, keine Ahnung. Also mir fällt das erst in jüngster Zeit auf. Früher habe ich das nie beobachtet, dass die Leute mit diesen Brettchen vor dem Gesicht rumlaufen. Also wenn man keine Kopfhörer drin hat, macht das Sinn, weil dann kann man direkt ins Mikrofon sprechen. Ja. Aber ich mache es eigentlich auch. Ich mache auch nur, wenn ich Kopfhörer drin habe, Mikrofon an. Das ist. Du hast am Kopfhörer, also kein Headset, sondern nur Kopfhörer. Ich habe Kopfhörer und da ist also ich habe diese In-Ear und da ist so ein Ding, also das ist ein. Ja, kenne ich. Ja, ein Ding, also ein. Da ist so ein Mikrofon drin. Ein Mikrofon drin, ja. Na gut, da hast du ein bisschen mehr Raum halt dabei, wenn du das Ding benutzt. Jo. Ja, okay, gut. Nutzt du eigentlich auch Sprachnachrichten? Ja. Magst du die, wenn du sie kriegst und versendest du sie? Also versendest sie offenbar. Ja. Und du magst das auch, wenn du sie kriegst? Ja. Warum? Das ist persönlicher. Echt? Ja. Aber Sprachnachrichten sind doch furchtbar. Warum? Aber man kann dich doch anrufen, wenn man es persönlich haben will. Sprachnachricht ist für mich Telefonieren mit Delay. Ja, das ist doch dumm, wenn man 15 Sekunden lang eine Person anruft, nur wenn man was ansprechen will, was man nicht auf Text machen will, weil dann der Text zu lang wird. Es kann doch eilig sein. Ja, das ist doch. Vor allem, weil man keine WLAN hat, also nur mobile Daten und die schlecht sind, man nur schreiben kann. Und dann musst du dein Guthaben ausgeben für 15 Sekunden. Also du kannst doch auch über WhatsApp telefonieren. Ja, aber wenn du nur wenig mobile Daten hast, dann funktioniert das auch nicht, weil es dann schlechte Verbindung ist. Ach so. Das ist ein Argument. Ja. Es gibt tatsächlich sinnvolle Argumente für Sprachnachrichten und wir erfahren sie. Ja. News, ne? Du musst die Jugend fragen. Ja, natürlich. Du musst junge Leute einladen, befragen und dann weißt du. Hast du eigentlich eine E-Mail-Adresse? Ja. Nutzt du die? Also meistens nur für, wenn ich irgendwo Accounts anmelde. Also wenn ich Accounts brauche und darauf das mache, weil ich meine Telefonnummer nicht auswendig kann und ich dann zu faul bin, die Telefonnummer aus meinem Handy rauszunehmen, dann mache ich meine mit E-Mail-Adresse an. Kennst du eigentlich du kannst deine eigene Handynummer nicht auswendig? Ich konnte meine alte Handynummer auswendig, aber ich habe ein neues Handy und darauf kann ich die alte Nummer nicht mehr nutzen. Und kannst du sonst irgendwelche Telefonnummern auswendig? Oder? Ja, also ich kann meine WhatsApp-Nummer, weil die gleiche Nummer habe ich noch auf WhatsApp, und ich kann meine Festnetznummer. Okay, aber das sind die einzigen beiden. Ja. Okay. Also die Telefonnummer deiner Freundin, die kennst du nicht mehr. Nein. Alles im Handy eingespeichert, ja. Fertig, ne? Super. Ja. Und warst du schon mal auf einer Demo dieses Jahr? Ich war dieses Jahr schon auf vielen Demos, ja. Auf welchen? Artikel 13 Demos. Also gegen Artikel 13, ne? Genau. Ja. Bist du da selber drauf gekommen oder hat man dich indoktriniert? Ich bin schon selbst drauf gekommen, ja. Sehr gut. Wer hat dich da drauf gebracht? Also meistens YouTuber oder halt, ja, YouTuber meistens. Ich habe mich ja letztens geoutet als alt, ne? Da wurde ich ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, im letzten Podcast, da wurde ich ja dann auch hart kritisiert dafür, ne? Da habe ich gesagt, ich bin zu alt für YouTube, ich verstehe das nicht. Das ist wirklich so. Ich verstehe es schon, aber ich komme mit der Schnitttechnik ja, der Videos eben, nicht klar. Ja, das meinte ich mit, ich verstehe das nicht. Also ich habe mir das Rezzo-Video zum Beispiel mit Mühe
angesehen. Das heißt Rezo. Rezo, ja. Rezo, okay. Rezo. Ja, das kommt, weil ich keine Sprachnachrichten kriege. Ich lese das nur. Alter Frank, das stimmt nicht. Ich habe dir das schon in dem letzten Podcast gesagt, als wir uns über dieses Video unterhalten haben. Das ist jetzt nicht wahr, was du da erzählst. Ja, kannst du mal sehen, wie wenig ältere Leute lernfähig sind. Ja, furchtbar. Das ist traurig. Definitiv. Aber Frank, jetzt wird er hier gleich von zwei Leuten gelistet. Ich weiß schon, was für Gäste ich mir einlade. Das bin ich ja gewöhnt bei dir. Aber dass du jetzt auch noch Unterstützung in dem Punkt hast, das verwirrt mich hochgradig. Wieso? Ich suche mir danach meine Gäste aus. Was denkst du, was ich da für Kriterien anlege? Jetzt bring ich mal Gesche ins Spiel. Die nutzt wahrscheinlich das Internet auch. Gelegentlich. Nutzt du es, um in der Predigtsammlung dir eine rauszusuchen? Damit sind wir beim Thema Pfarrei. Gesche ist nämlich evangelische Pastorin. Ja, genau. Im Norden sagen wir Pastorin. Ja, deswegen. Ja. Da habe ich gerade noch hingekriegt. Ja. Wie gibt es Unterschiede? Nee, also, ich dachte, das wäre evangelisch und katholisch der Unterschied. Nein. Nee, es gibt fürs Evangelische, manche sagen Pastor, Pastorin, manche sagen Pfarrer und Pfarrerin. Das ist ein bisschen regional unterschiedlich. Ja. In der Gegend, wo mein Mann herkommt zum Beispiel, habe ich gelernt, da sind Pastoren, die aus den Freikirchen, da muss man immer ganz vorsichtig sein, das nicht zu sagen. Die sagen halt Pfarrer, aber bei uns ist Pastor. Pastor. Genau. Pastor. Der Pastor. Zahnpasta. Frank, wann warst du eigentlich das letzte Mal in einem Gottesdienst? Interessant. Das war 2017. Mhm. Und da musste ich mich von dem Pfarrer, wie wir in Berlin sagen, als U-Boot-Christ beschimpfen lassen. Weil du zu Weihnachten da warst. Weil ich zu Weihnachten auftauche. Ah, okay. Hat er das in der Predigt thematisiert. Ja, ne? Dann sind sie endlich mal da, dann müssen sie sich das auch anhören. Ja, ich wollte gerade sagen, ich war nicht der Einzige, ich wurde da nicht persönlich herausgegriffen, sondern es ging an die gesamte anwesende Menschenmenge. Warum und tut man sowas? Ich fühlte mich getroffen, aber ich fühlte es auch, ich fand es auch unheimlich gut, dass er es gesagt hat. Okay. Ah, okay. Ich konnte das sehr nachvollziehen. Okay. Lea, wann warst du das letzte Mal in einem Gottesdienst? Ich war noch nicht wirklich dabei. Nicht wirklich? Nein, was ich war heißt noch nicht das? Dabei. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Nein. Warum sollte ich so? Also, ja, willkommen im Club. Ne? Ich war auch noch nie in einem Gottesdienst. Tatsächlich. Also ich muss mich outen als getauft und konfirmiert. Nee, beides nicht. Ich auch nicht. Und es hat im Laufe meines mittlerweile langen Lebens dann irgendwann nachgelassen mit den Kirchenbesuchen. Es war dann wirklich so, dass es 2017 das letzte Mal Weihnachten war. Bist du denn wenigstens noch Mitglied? Oder haben wir uns ich bin Mitglied immer noch in der evangelischen Kirche. Meine Frau ist von katholisch nach evangelisch gewechselt, aus Gründen. So. Und wir sind beide noch in der Kirche, weil wir immer noch sehen, dass die Kirche mindestens einen gewissen Anteil am Sozialen hat. Dass da noch viel passiert, was Altenpflege angeht, was Kindergärten angeht. Solange sowas noch gemacht wird, finde ich das unterstützenswert. Was die Religion angeht, bin ich kein Gegner, aber es hält sich eben bei mir in Grenzen. Ich würde mich nicht als Atheisten bezeichnen. Ich glaube, ich bin Agnostiker. Es ist auch total der Trend im Moment zu sagen, man ist Agnostiker. das ist so schön einfach. Ich habe früher mal gesagt, ich bin strenggläubiger Atheist, weil ich das irgendwie lustig fand. Tobi Bayer hat das mal in seinem Podcast gesagt, dass er darüber gesprochen hat mit einem Kumpel und der gesagt hat, er sei Agnostiker und er darauf geantwortet hat, ja, so einfach habe ich es mir auch mal gemacht. Ich hoffe, ich zitiere nicht falsch. Ich glaube, es war Tobi. Wie gesagt, ich finde das soziale Engagement noch unterstützenswert. Warum macht man es sich damit einfach? Du legst dich halt nicht fest, so, ne? Also ich meine, was bringt es dir? Wo führt es dich hin, das zu sagen? Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Nicht zu ernst nehmen, alles gut. Ja, nee, ist schon klar. Ich sag mal so,
ich komme halt aus einer Region Deutschland, die halt ziemlich, was Kirche angeht, jetzt irgendwie ziemlich schwierig ist, ne? Also so Berlin und dennoch noch Ost, ne? Das ist so, also DDR und dann Berlin und dann Ost-Berlin. Das ist, ich glaube, da hat die Kirche am wenigsten Mitglieder so bevölkerungsmäßig, anteilmäßig in Ost-Berlin. Also in der DDR ja allgemein. Kann, und ich glaube, in Ost-Berlin dann noch mal weniger. Und ich habe halt das Konzept irgendwie nie kennengelernt, sage ich mal so. Ja, wir sind an der Stelle total unterschiedlich sozialisiert. Ja, ne? Na klar, du bist westdeutsch sozialisiert an der Stelle und ich halt ostdeutsch. Ja. Das ist halt ein Unterschied. Das haben wir schon öfter mal festgestellt, auch in unserem Podcast. Und das ist auch manchmal das Salz in der Suppe, dass wir da so unterschiedlich, altersmäßig unterschiedlich sind und auch von der Sozialisierung unterschiedlich. Ja, was hat dich denn? Was hat dich denn in die Richtung getrieben? Ja, warum hast du hier... Was hat dich in die Kirche getrieben? Nee. Mein Gott, Ken, wie kannte das passieren? Nee, das ist ja gar nicht die Frage. Das ist die erste Frage. Danach kommt die zweite, das stimmt. Soll ich die jetzt beantworten, was mich in die Kirche getrieben hat? Also, naja, deine Eltern wahrscheinlich mit einer Taufe, oder? Aber warum bist du da geblieben? Das ist ja die eigentliche Frage, weil Frank war ja auch mal ist ja nicht mehr da geblieben und du stehst da jetzt. Ja, kann vorne. Man so sagen. Nicht mehr da geblieben ist gar nicht schlecht formuliert. Was denn? Man hört euch gar nicht, wenn man diese Kopfhörer aufhat. Ja, ja, wusstet ihr das? Ja, ja. Das hat Vorteile. Gesche, das kann Vorteile haben. Ja? Aber die Beleidigungen, die uns einfach alle und wir so. Weißt du, der Witz ist, normalerweise, und da ist sie jetzt wahrscheinlich sehr traurig drüber, normalerweise habe ich hier ein Fenster offen, wo sie mir Sprachnachrichten, wo sie mir, Textnachrichten schreiben kann, einen Chat, da kann sie mich im Chat dissen, das kann sie jetzt nicht, jetzt versucht sie das mündlich und der Witz ist, ich höre es noch nicht, weil das heißt, sie scheitert am Kopfhörer, jawohl. Sie scheitert an den Kommunikationsmöglichkeiten, weil wir den Text zwar, den Chat zwar angekündigt, aber nicht nutzen. Du hast ihn im Tweet erwähnt, wir sollten ihn öffnen, oder? Nee, der denkt nur ab. Du weißt ja, Frank wollte noch Fragen stellen, glaube ich. Ja, dann soll Frank eine Frage stellen, den bin ich abgelenkt. Wir können ja die Frage von Jan aufnehmen, was dich da hingetrieben hat. Genau. Ich bin tatsächlich sehr kirchlich sozialisiert, weil ich auch noch nicht nur mittlerweile Pastorin bin, sondern auch Pastorenkind. Also mein Papa ist Pastor. Ich bin wirklich damit aufgewachsen und habe aber auch selber immer viel in Gemeinde gemacht und für mich war Kirche einfach immer so ein Wohlfühlort. In meiner Jugend war ich mehr im CVJM als in der Landeskirche. Das ist wieder so ein ambivalentes Thema. Theologisch schwierig, menschlich stark. Ich bin damit aufgewachsen. Für mich war es einfach immer ein guter Ort zum Sein. Du hast Halbpo geschrieben. Ja und? Mir doch egal. Ja, das ist ja eigentlich, ist das ein relativ seltener Fall, ne? dass man das macht, was die Eltern gemacht haben. Findest also mein Vater war Beamter, ich wollte nie Beamter werden. Ja, bei Pastoren, und dann hast du an der TU Mail gemacht, das ist Beamter, oder? Nee, ich war nie verbeamtet. Das schon mal Angestellter im öffentlichen Dienst, das ist doch nur, weil du nicht beamtet wurdest. Das ist doch quasi dasselbe. Ich kann ja mal die Verbeamtung von Postmastern fordern. weiter, Gesche. Also ich habe nicht Theologie studiert, weil mein Vater Pastor ist, sondern eher so, obwohl. Ah ja, hat er gesagt, lass das sein, das ist böse. Nee, das nicht. Ich bin ja so ein bisschen reingerutscht. Ich wollte eigentlich was anderes studieren, habe dann keinen Studienplatz bekommen und habe mich dann für Theologie eingeschrieben, weil es mich halt auch interessiert hat und bin dann, wie ich immer sage, mit Überzeugung hängen geblieben. Jetzt die spannende Frage. Ich habe sehr lange studiert und darf jetzt im schönsten Beruf der Welt arbeiten. Kurze Frage, was wolltest du denn eigentlich werden? Soziale Arbeit wollte ich studieren. Ich hätte mich in Hamburg beworben an der Evangelischen Fachhochschule für soziale Arbeit und Diakonausbildung. Also auch ein bisschen verwandt quasi. Diakonausbildung, das ist ja auch so helfender Beruf, ne? Also ich weiß, zumindest zu wissen, dass Diakonie heißt Dreckarbeit, ne? Naja, Diakone machen ja alles, die machen Gemeindearbeit, sind eigentlich kirchliche Sozialarbeiter in dem Sinne. Gemeindearbeit, Altenarbeit, Jugendarbeit. Im Prinzip Theologie ein bisschen noch praxisbezogener. Ja. Ich hatte ja vorhin diese ketzerische Bemerkung gemacht, ob du da dir im Internet die Predigtexte runterlädst.
von anderen. Ich weiß nämlich von einem Bekannten, der evangelischer Pfarrer ist, dass es da durchaus eine Sammlung von Predigtexten oder Bausteinen gibt. Ja, natürlich. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt in diesem Internet. Ich bin tatsächlich auch viel im Netz unterwegs, um mich über theologische Sachen auszutauschen. Es gibt ganz tolle Gruppen, also ich nutze auch Facebook noch, vor allem wegen Gruppen, wo Leute sich zum Beispiel über ihre Predigten austauschen. Und ich glaube, diese Zeiten sind einfach vorbei von dem Pastor, der alleine 8 Stunden an seinem Schreibtisch sitzt und eine Predigt schreibt. Ja. Genauso wie das in anderen Berufen auch die Zeiten vorbei sind. Man arbeitet vernetzt und denkt vernetzt und dann schmeißt jemand da einen Gedanken rein und jemand anderes greift es auf und schreibt daran weiter oder so. So funktioniert das. Also ja, ich copy-paste nicht meine Predigten, aber es gibt einen coolen Austausch. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch gerade in dem Bereich sehr hilfreich ist, sich auszutauschen. Also ein Maurer wird mit einem Kollegen vielleicht mal was Fachliches kurz austauschen, aber bei euch ist das ja weitergefasst, weil es auch Höhen und Niederungen anspricht, der Menschen hier. Ja, du versuchst halt irgendwie Lebensthemen zu treffen und an Lebensthemen dran zu sein. Und wenn man das immer nur aus dem eigenen schöpfen würde, man hat halt ja seine Themen irgendwann. Du hast deine Schiene irgendwie, die dich interessiert. Und um da den Blick wieder so ein bisschen zu weiten, das finde ich also natürlich wichtig, mit der Gemeinde, mit deinen Leuten irgendwie in Kontakt zu sein und zu gucken, was ist da eigentlich gerade Thema, um nicht immer nur irgendwie doch am Ende über die eigenen Themen zu sprechen. Das wäre ja halt ein Frontalunterricht in der Kirche. Genau. Wollen wir nicht, ist blöd. Ich meine, ich finde auch Predigt total überbewertet. Hallo, falls jemand vom Landeskirchenamt zuschaut. Oh, Details. Was wolltest du damit auch sagen? Ich finde Predigt als Form überbewertet. Und es gibt ja auch viele, auch wenn ihr unter Digitale Kirche auf Twitter guckt, irgendwie, die auch Ähnliches sagen. Also Erik Flügge, wer sich so ein bisschen mit Kirche auskennt, weiß, das ist einer der größten noch internen quasi Kritiker von Kirche, der auch eigentlich sagt, Predigt ist vielleicht nicht tot, aber ist nicht mehr zeitgemäß. Also ich predige in meiner Kirche im Moment einmal im Monat und alle anderen Gottesdienste feiern wir in anderen Formen. In welchen Formen feiert man denn Gottesdienste, wenn man keine Predigt hört? Entschuldigung, ich gehe da nicht hin, deswegen weiß ich nicht. Die Frage total halt, gut. Alle Leute verbinden halt Gottesdienst oder Kirche ist gleichgesetzt mit Predigt, aber es ist vielleicht 3% von dem, was ich tue, ist vielleicht Predigt. Wir feiern meditative Abendgottesdienste, wir feiern alternative Formen mit Talkgästen, mit Filmeinspielern, mit Mitmachaktionen und sowas. Was waren denn so die letzten Themen bei dir? Magst du darüber reden oder ist das... Ich kann was aus dem Januar erzählen, was so einen Podstock-Bezug hat. Es ist Björn schon wieder, Björn ist schon wieder irgendwo unterwegs. Björn, der Hobby-QS, war zum Beispiel im Januar bei mir im Gottesdienst zu Gast. Mhm. Obwohl er selber sagt, er hat mit Kirche jetzt nicht so viel am Hut, aber ich habe ihn eingeladen und er ist gekommen und hat gesprochen zum Thema Neuanfänge. Also Björn, der im Rollstuhl sitzt, aber noch nicht immer im Rollstuhl sitzt und da halt irgendwie was Cooles draus gemacht hat, also Dinge tut, die er vorher nicht getan hat, war da und hat als seine Lebensgeschichte quasi eingebracht und erzählt. Und es ging halt um das Thema Neuanfänge, weil für mich Gottesdienst feiern heißt eigentlich auch das Leben feiern, also das Leben da auch auftauchen lassen. Ja, und das ist ja eine Form von Weitergabe von Lebenserfahrung. Genau. Wo du das Leben ansprichst, das ist, glaube ich, auch eine Frage, die ich jetzt Frank einfach mal knallhart klaue. Ja. ich gebe sie dir freiwillig. Ja, danke. Du hast ja dieses Spannungsfeld, du kriegst ja die schönen und die nicht so schönen Erlebnisse des Lebens mit. Also du kriegst sowohl Geburt, Hochzeit als auch... Geburt noch nicht ganz, aber naja, gut, Taufe. Also Taufe, Hochzeit und Beerdigung, das kriegst du ja alles mit. Und es kann ja durchaus sein, dass du in einer Woche irgendwie, weiß ich nicht, von beiden Gattungen zwei Events hast, oder? Wie geht man damit um? Also Montag eine Beerdigung, Dienstag eine Taufe, Mittwoch schon wieder eine Beerdigung, vielleicht von einem Mittelalten und dann, weiß ich nicht, am Sonntag dann die Hochzeit. Wie geht man mit sowas um? Das ist eine überschaubare Frage. Entschuldigung. Ja, aber nee, das ist tatsächlich so. Ich merke das oft an Freitagen, weil freitags bin ich oft bei uns in der Kita. Meine Gemeinde hat eine Kita in der Trägerschaft. Und freitags sind auch oft Beerdigungen. 13 Uhr sind so Beerdigungszeitslots. Und wenn ich dann vorher in der Kita war und dann direkt auf dem Friedhof oder auch andersrum, merkt man halt schon diese Extreme.
für mich ist nicht die Frage, wie gehe ich mit dem um, dass das eine nach dem anderen kommt. Weil das ist das, warum ich meinen Beruf liebe. Und es ist ein Riesenprivileg, das irgendwie alles machen zu dürfen. Für mich ist die Frage, also ich lasse mich auf das Einzelne ein und gucke, wie ich damit umgehe. Also wie gehe ich an eine Beerdigung ran? Natürlich hat man damit zu tun, dass man mit viel konfrontiert ist. Das hatten wir ja vorhin im Vorgespräch auch schon gesagt. Du kriegst natürlich im Vorgespräch zu einer Beerdigung auch Schicksale geschildert, die dich ja wahrscheinlich auch nicht kalt lassen, die dich nicht kalt lassen können, die dir vielleicht auch Fragen aufwerfen. Also im Gespräch selber und auch bei den Beerdigungen ist natürlich auch, da passiert natürlich was. Also sag mal so, gerade die Beerdigung, wo die Leute sehr emotional sind. Es ist echt sehr unterschiedlich. Manchmal merkt man denen gar nichts an und das ist dann auch schon wieder ein komisches Gefühl. Und manchmal sind die sehr emotional. Natürlich packt einen das auch so ein bisschen. Ja. Also wenn Männer weinen und weinend die Urne oder den Sarg der Verstorbenen selber noch tragen, was manchmal die Familien machen, was ich sehr schön finde, natürlich lässt einen das nicht kalt in dem Sinne. Oder auch in Seelsorgegesprächen. Aber es ist was anderes, als wenn man vielleicht mit Freunden zusammensitzt oder so, weil ich habe eine klare Rolle in dem Moment. Und das ist das, was hilft. Ich weiß, ich kann was tun. Das ist vielleicht wie ein Arzt oder ein Krankenpfleger, der nicht davor stehen muss und so, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ich kipp um, wenn ich Blut sehe, sondern du kannst was machen. Du kannst was tun. Ja. Und was mir meine Ausbildung einmal gesagt wurde, weil ich hatte so viel Angst vor Beerdigungen, weil ich dachte, oh Gott, ich muss bestimmt immer mitheulen, weil ich muss immer heulen, wenn Menschen heulen, immer bei jedem Film und bei allem. Was mir sehr geholfen hat, war die Vorstellung oder die Ansage, mach das aus Liebe zu den Menschen. Also du musst irgendwie in der Rolle bleiben und das durchziehen können und gefasst bleiben aus Nächstenliebe für die Menschen, für die du das machst. Und das ist es auch. Ich muss Worte finden, wenn andere nicht mehr sprechen können. Wenn die ein Kloß im Hals hätten und weinen, dann muss ich Worte finden. Was ich bei der Beerdigung sage, sind ja aber größtenteils gar nicht meine Worte. Die Menschen erzählen mir im Gespräch ganz viel und ich greife das auf. Und das sage ich denen auch immer hinterher. So, das war nicht schwer, das zu schreiben. Ihr habt das so schön erzählt. Kann man provokant sagen, du sagst das, was die hören wollen? Ich sage das, von dem ich überzeugt bin. Also ich sage nichts, wo ich nicht hinterstehe. Ja. Ich sage das, von dem ich überzeugt bin, dass es wahr ist. Und ich sage das, von dem ich glaube, dass es ihnen gut tut zu hören. Ja. Aber wenn du jetzt so das Leben des Verstorbenen, man verzeihe mir die männliche Form, nochmal am Anfang der Prozedur erwähnst, da musst du ja schon das sagen, was die hören wollen, weil das kannst du ja nicht kontrollieren. Ne? Also wenn die sagen, der war ein ganz toller Vater und der hat seine Kinder trotzdem geschlagen, das entzieht sich ja deiner Kenntnis. Hm. Genau, ich bin auf das angewiesen, was die Angehörigen mir erzählen. Und das ist übrigens interessant, also auch so, wenn ihr mal auf Beerdigung geht, das vielleicht mitlaufen zu haben im Hinterkopf. Wir haben da Leute sitzen, 20, 30, teilweise 100 Leute. Ich habe aber nur mit 2 oder 3 vorher gesprochen. Und ich bin mir sehr sicher, dass da sehr oft Menschen in der Kirche oder der Kapelle sitzen, die denken, den Kopf schütteln. Was redet die denn? So war er gar nicht. Und ich habe solche Fälle gehabt, wo ich auch hinterher durch andere Menschen in der Gemeinde, die mir dann nochmal ganz Feedback erzählt haben. Ei. Aber ich kann nur mit dem arbeiten, was mir erzählt wird. Und natürlich sind die engsten Angehörigen, die zum Trauergespräch kommen, dann meine ersten Ansprechpartner. Ich bin ja erst ein Jahr dabei, ich habe bis jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass irgendwas ganz stark verheimlicht wurde. Man merkt schon, manchmal wird was angedeutet, den Leuten ist es natürlich auch unangenehm, ich komme da als fremde Person rein und dann sollen die mir auf einmal da alles erzählen. Man merkt schon manchmal, okay, da war vielleicht was, aber ich erzähle nichts, wovon die nicht wollen, dass ich es erzähle. Und wenn der ein Alkoholiker war und seine Kinder geprügelt hat, wird es sicherlich in irgendeiner Art umschrieben. Es kann vorkommen, aber man muss nicht alles so explizit erzählen. Und mir ist es wichtig, dass die Menschen im Gespräch Vertrauen zu mir haben. Hm. Und ich sage denen immer, erzählt erstmal frei raus, wie ihr mögt. Und ganz am Ende sagt ihr dann, was ich bitte nicht erwähnen soll. Und daran hält man sich auch. Alles andere wäre natürlich absurd. Ja, jetzt rollen wir ja das Leben gerade von hinten auf, von der Beerdigung. Machst du lieber Hochzeiten oder Beerdigungen? Beerdigungen. Okay. Ich glaube, alle Kollegen machen lieber Beerdigungen. Warum? Ich habe mein Papa hat das immer gesagt früher und ich habe das ihm nie geglaubt, weil es bei Beerdigungen darauf ankommt, was du machst. Weil du da wirklich eine Rolle spielst und weil du da
trösten kannst und so to make a difference irgendwie. Ja. Und Hochzeiten sind super und die Liebe feiern ist auch super. Aber es ist halt, ich mache auch das mit Überzeugung und ich glaube auch, dass es gut ist, auch einem Ehepaar Segen mit auf den Weg zu geben, weil das einfach nie schaden kann. Aber bei Beerdigung, da kommt es halt echt drauf an. Aha. Das ist viel elementarer und viel wesentlicher. Ich mache lieber Beerdigung. Und wie spielt da denn die Taufe mit rein? Also im Vergleich zu Hochzeit und zu Beerdigung als mit Bitte du meinst, um meine, eine wie, kurze wie Antwort? Gerne mache ich das? Ja, 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 mit Bitte um kurze Antwort, weil wir denn noch zum Taufen sind zauberhaft, weil wenn man ein Kind tauft und das zwischendurch vielleicht nochmal mit den Fingern im Taufbecken rumplanscht und einfach, du kannst dir jede Predigt schenken, es ist völlig egal. dieses Kind über dem Taufbecken predigt von alleine. Okay. Mehr muss man dazu gar nicht sagen. Ja, dann kommen wir nochmal zurück zu dir. Du bist ja, wie wir vorhin schon gelernt haben, die Generation YouTube. Und da wir alle, glaube ich, nicht mehr Generation YouTube wirklich sind. Nee, sind wir nicht. Nee. Also ich auch bin's nicht. Wollte ich dich mal fragen, was guckt man da? Was sind so deine Tipps? Soll ich Genres sagen oder einzelne ja, Personen? Mehr ja. Unterhaltung oder so, es gab jetzt, gerade jetzt durch die Medien, YouTube als Nachhilfemedium. Na eher, eher so, was guckst du so gerne? Also so, wir sind ja hier auf Podstock und wenn ich jetzt hier Podcast, also was für so genauso hier fragt, so welche Podcasts hörst du gerne und ich frage dich jetzt, welche YouTuber sollte ich mir anschauen? Was schaust du gerne? Also als Genre generell gucke ich am meisten Comedy und da so dann, also Comedy Let's Plays und bei Comedy gucke ich so Nebelnik und generell einfach so Leute, die komplett komisch im Kopf sind, so. Klingt jetzt komisch, aber ja. So und ja. Mhm. Deutschsprachig oder auch ja, englischsprachig? Ja, Deutsch, aber also selten Englisch, aber also meistens deutschsprachig, aber ja, auch ganz selten mal Englisch so. Okay. Ich will dieses Thema YouTube als Nachhilfemedium nochmal aufgreifen. Wird das von dir oder von deinesgleichen auch genutzt, dass man sich also nochmal den Pythagoras nochmal per YouTube erklären lässt als Lehrsatz? Naja. Ja, oder wie man Nägel lackiert, ist ja auch Nachhilfe. Nein. Ich habe das letztens geguckt, ja. Ja, das sehen wir gerade, ja. Also, ja, gut. Also, wenn ich zum Beispiel in einer Sache schlecht, also wenn ich in einer Sache schlecht bin, besser werden möchte, dann gebe ich das auf Google ein und dann werden da mir meistens Videos angezeigt oder halt Texte, die ich dann lese. Und wenn dann auch Videos sind, dann gucke ich mir die auch manchmal an, aber ja. Wenn du Texte liest, fragst du dich dann auch das, was man so Quellenbewertung nennt, kann das sein oder ziehst du dann noch eine zweite Quelle heran zu dem Thema, um zu sehen, ist das Stuss? Weil im Internet steht alles, aber steht doch von allem das Gegenteil. Meistens, aber nicht immer. Wenn ich zum Beispiel nur eine Sache dazu finde, kann ich ja nur die Sache benutzen. Ja, aber meistens nämlich zwei, meistens eins bis zwei, drei. So. Ich gucke mir das dann öfters an. Ah ja, genau. Warum bist du eigentlich, also du hast ja gesagt, du bist nicht bei Facebook. Warum? Weil ich es unnötig finde. Okay, ja, das ist eine sehr... Man sieht, die Jugend ist weiter als wir, ne, Frank? Also, ja, sagen wir, sie ist weiter, als ich befürchtet habe. Naja, gut, aber sie ist ja noch bei Facebook. Sie nutzt ja WhatsApp. Und was nutzt du noch? Bei Instagram. Ja, das ist ja auch Facebook. Ne? Ja. Ne? Ja gut, es ist Facebook, aber ich hatte Facebook jetzt eher so als dieses Medium... Ich plärre meine Parole raus, ich kriege Zustimmung oder Gegenwind. Das ist aber Twitter, nicht Facebook. Doch, kannst du nicht geben. Also keine Dislikes, das kannst du doch. Naja, aber das Problem bei Facebook ist, du kannst die Parole daraus plärren, aber sie erreicht ja deine Follower nicht, wenn du nicht Geld drauf hast. Bei Twitter geht das schon. Also deswegen habe ich gesagt, das, was Frank da macht, ist eher Twitter. Facebook ist eher so das, was Gesche ansprach, weshalb ich bei Facebook auch bin, diese Gruppensachen. Ja, dass man gewisse Zielgruppen eben nur leider nur dort erreicht, ne? Naja, dass ich da halt, also ich sag mal so, jetzt endlich sind diese Gruppen nichts weiter als das, was wir früher Foren genannt haben. Und es ist halt mit dieser Datenkarte relativ einfach ein Forum aufzuziehen. Und noch früher waren das Stammtische. Ich könnte mir das gut als so, wenn man in einem Fandom ist und dann da Gruppen, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, aber das kann man auch bei WhatsApp machen, weil man kann ja Gruppenlinks überall hinteilen. Du kannst überall im Internet
die Gruppen legen es dann ein. Dann wie viele WhatsApp-Gruppen hast du denn eigentlich? Viele, also, sehr viele. Kannst du das so sagen? Also sind das jetzt eher 20 oder eher 100? Ich habe mit einer einzelnen Person insgesamt schon über 30 Gruppen. Okay, das also heißt, es sind eher 500 oder was? So um die 100 müssten das sein. Okay. Warum sind das so viele? Sind die themenmäßig so getrennt, so unterschiedlich? Also oder sind das einfach Menschengruppen mehr, dass du denen das nicht sagen willst und den anderen, dass du sie dadurch inhaltlich auseinanderhältst oder thematisch? Eher thematisch. Also ich habe so Gruppen, wo Leute drin sind und über ein gewisses Thema reden. Also ich bin in einer Hydra-Fangruppe, also das ist mein Fandom so. Und da bin ich drin und dann reden wir über die Sachen. Und wenn die Person was Neues macht, dann wird das da reingepostet zum Beispiel. Wer ist das, den du da Fan gehörst? Dead Adam, also Cyberjet, das ist Musik. Ah, und also es waren Ex-YouTuber, also es waren früher mal YouTuber. Die haben dann aufgehört mit YouTube, machen jetzt Musik. Selten wieder YouTube. Und die hatten ein Label, also hatten eine Musikgruppe. Und zwar Dead Adam. Die haben sich aufgelöst 2018 oder 2017. Und dann gab es das Label Cybergen aus vielen vielen Musikern. Ja. Aber das musst du uns erklären, wir kennen das alles. Ja, hat sie ja jetzt erklärt. Ja, deswegen habe ich ja nachgefragt. Ja, war gut. Und dann gibt es halt noch so Gruppen, in denen Leute drin sind, die ich auch persönlich kenne, so mit Treffen. Also zum Beispiel, ich bin mit 3-4 Leuten in der Gruppe, weil wir ein Treffen ausmachen, weil wir irgendwas essen gehen wollen oder so. Das gibt es auch manchmal. Aber und wird da denn für jedes Essen eine neue Gruppe aufgemacht? Nein, also nein. Meistens werden dann, also oft, wenn halt andere drin sind, aber das ist meistens nicht so, weil ich bin in so verschiedenen, also ich habe so Gruppen, die meistens die sind, die ich, mit denen ich immer was mache. So. Das ist toll, da braucht man nicht telefonieren. Ja. Wir mussten früher noch zur Telefonzelle runtergehen. Ja, und immer passend Bargeld dabei haben, ne? Ja. Aber in den meisten Gruppen bin ich in Roleplay-Gruppen drin, also da bin ich in verschiedenen Leuten, die ich meistens kenne, in einer Gruppe und dann suchen wir seinen Charakter, Anime-Charakter, YouTuber, Filmcharaktere, eigene Charaktere, also OCs und dann roleplayen wir die. Ach, ihr spielt ein Rollenspiel praktisch über WhatsApp? Ja. Textlich oder bildlich? Textlich. Finde ich. Kurze Frage, kommen da auch Sprachnachrichten? Nein, Einsatz? Gar nicht. Gerade auf einmal nicht, okay. Nervt dich das manchmal auch, oder? Es muss manchmal ein sehr, sehr langer, also es wird wirklich manchmal sehr lange Text geschrieben, das ist dann sehr nervig. Ja. Geschrieben oder gesprochen? Geschrieben, das ist sehr lang. Also es ist wirklich manchmal so um die 1000 Wörter, die da runtergeraten werden, wegen einer Roleplay-Nachricht, ja. Naja, das, was in einem Rollenspiel, sagen wir mal, auf einer Bühne ganz schnell gesagt ist, das ist halt textlich, ist das sehr viel, weil ich habe das neulich mal beim Schnitt eines Audios gemerkt, du glaubst gar nicht, wie viel man in 15 Sekunden sagen kann, ja? Und wenn du das transkribieren würdest, dann merkst du schon, dass das textlich ist, das ein Wust, ne? Also ich kann mir vorstellen, so ein Rollenspiel, da kommt dann Text zusammen. Mhm. Aber manchmal gibt es auch einfach nur so ganz kurze Nachrichten wie, okay, ja. Oder manchmal sogar nicht. Also du Punkt. Aber ich finde das interessant. Mich fasziniert das, ein Rollenspiel über Textnachrichten. So, okay, Punkt, okay, Punkt. Ja. So. Aber ich kenne da so, manchmal werden mir da Sachen geleakt. Es wird über deren Inhalt ich jetzt nicht sprechen kann und auch nicht mehr weiß. Oh, okay. Manchmal, also es wird ja nicht nur gesprochen. Ich weiß es nicht. Das sind, glaube ich, auch andere Leute. Das bist nicht du, das sind irgendwelche andere Leute. Ja, aber egal, ich habe das jetzt. Ja, alles gut. Es wird ja nicht nur gesprochen, also es wird auch Sachen getan, die schreibt man dann auch textlich, und zwar in Dick, also man kann ja bei WhatsApp so, wenn man am Anfang so ein kleines Sternchen macht und dann was schreibt und dann wieder ein kleines Sternchen, das ist ja Dick, und das macht man dann. Also weißt du, mir fällt jetzt ein, woher ich die, mir fällt jetzt die Quelle ein. Das sind Screenshots auf Twitter von bestimmten Kanälen. Mm. Jetzt, ne, also das siehst du auch, wenn du willst. Nutzt du Twitter? Ja. Aber wir dürfen nicht wissen, wo. Nee, ist ja auch egal. Ich wollte bloß wissen. Aber ja, schon. Hm? Zwar nicht so oft wie dann sowas wie WhatsApp oder Instagram oder so. Aber wenn ich mal so Langeweile hab und dann... dann liest du mal bei Twitter. Und da folge ich halt auch YouTubern, ne? Ah ja. Das heißt, die sind auch nicht auf das Medium YouTube beschränkt. Die haben alle Instagram, TikTok, Twitter, alles. Was ist denn TikTok? Was macht man da? Ist das sowas wie Snapchat? Habe ich auch.
genau, aber ist TikTok wie Snapchat? Also was ist der Unterschied? Also Snapchat, das kennt man ja noch, das versteht man nicht, weil da postet man Nachrichten und die sind dann weg. Also bei manchen Texten würde ich sagen, Aufbewahrungszeit 0 Sekunden. Ja gut, bei Trump wäre das geil, wenn die Tweets ihn da so und so viele Minuten löschen. Ne? Man sollte für Trump eine Snapchat-Funktion in Twitter einbauen. Ja. So mit 0 Delay. Da geht auch eine ganze Menge Amüsement dann verloren. Aber hey, das ist der US-Präsident, der hat mich nicht zu amüsieren. Ich benutze Snapchat gar nicht. Also ja, richtig, aber was ist der Unterschied zwischen Snapchat, was manche ja noch kennen von den alten Leuten, so wie ich? Gibt's das noch? Ja. Und was ist TikTok? Also was zeichnet TikTok? Ich würde TikTok aus mit Instagram aushalten, ohne Fotos. Du hast halt Videos, also es gibt zwei Seiten, eine Seite, die du folgst und eine, die For You-Seite, wo Sachen sind, zum Beispiel, da werden Videos halt viral, also die gehen darauf viral und alle versuchen auf die For You-Seite zu kommen. Dann machst du halt diese Videos, stellst die hoch und dann können alle Leute die sehen. Oder wenn und du die bleiben dauerhaft da? Ja. Okay, das ist der Unterschied zu Snapchat. Ja. Das heißt, TikTok wäre... TikTok. Nee. Warum sage ich eigentlich immer TikToks? Also TikTok wäre auch ein Profil, was man in Social Media angeben könnte, so ähnlich wie Instagram und Facebook und Twitter. Ja. Keine Sorge, Putloff kann das gar nicht, glaube ich. Nee, da gibt es kein Symbol für. Also ich weiß es nicht. Es kann sein, dass die TikTok haben und... Die haben ja nicht mal Mastodon. Doch, natürlich haben die Mastodon, das ist sogar eingebaut. Ja, Mastodon ist Twitter Frank? Für Abtrünnige. Oh, Frank, die haben Mastodon. Du bist auf unserer Seite sogar mit deinem Mastodon-Profil verlinkt. Ich muss mal unsere Webseite besuchen. Seitdem die das haben, ja. Nee, Mastodon ist was Ähnliches, ist fast das Gleiche wie Twitter, nur dass es keine zentrale Instanz gibt. Es gibt mehrere Mastodon-Server, auf einem meldest du dich an und die anderen auf den anderen Instanzen, sprich Server, die kennen sich und tauschen das aus. Mastodon ist Twitter nur in Mastodon verteilt. Ist Twitter nur verteilt und frei, weil der Quellcode offen liegt. Das ist sowas für Nerds, weißt du? Der Quellcode und es gibt eben keine zentrale Instanz, die Tweets weglöschen kann. Nee, das können nur die einzelnen Instanzen jeweils für die eigene Instanz. Ja, genau. Die können ganze Nutzer oder auch ganze Instanzen einfach mal rausschmeißen aus der Timeline. So, jetzt haben wir einen Zeitpunkt erwischt, wenn ich auf die Uhr gucke, wo wir langsam zum Ende kommen. Ich wollte aber müssen. Ich wollte noch den vorhin schon angeteaserten Podcast von Gesche nochmal ansprechen, den du mit Abby machst. Abby wird euch bald verlassen. Was wird aus dem Podcast? Hashtag Gastini. Genau, also kleiner Werbeblock, Hashtag Gastini. Es gibt noch nicht so viele Folgen, 5 oder 6. Und wir sind morgen Abend um 8 hier auf der Bühne. Ah, super. Nochmal so. Ja, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht mit dem Podcast. Also Abby wird wieder zurück über den Teich. Zurück auch vom Deich über den Teich wieder in die USA. Und ich glaube, dass sie jetzt aber hier durchs Podstock so Podcast angetriggert ist, dass wir es vielleicht doch schaffen, den Transatlantisch nochmal die ein oder andere weitere Folge aufzunehmen. Ja, nee, das mal schauen. Sebastian, das geht mit Studio Link. Dank Sebastians sauberer Arbeit. Ohne Probleme. Ich weiß, dass wir müssen reden. WMR, Seemann und Max von Webe, die haben das schon gemacht. Das geht ohne Probleme. Also man kann auch transatlantisch podcasten. Ich habe ja die Nerd-Kompetenz da geheiratet. Der macht dann den technischen Part. Aber du hast ihn nicht deswegen geheiratet. Nee. Aber warum eigentlich? Weiß man es so genau, Frank? Und die Frage ist, wollen wir das so genau wissen? Nein, wir wollen es nicht wissen. Nee, wir mögen ja beide. Ja, natürlich. Aber es kann sein, dass Hashtag Gastini vielleicht noch mit der einen oder anderen Folge weitergeht. Toll. Aber erstmal morgen 20 Uhr hier und im Livestream. Live. Genau. Unter der gleichen URL wie dieser Podcast. Weil genau, nämlich den Bühnenpodcast von Podstock. Podstock-Bühne heute streamen. Ja, ich muss mal gucken, wie ich das mit den Shownotes mache, weil ich habe jetzt keine Kapitelmarken und irgendwas muss in die Sendungsnotizen. Ich glaube, da packe ich den Podcast rein und du sagst mir mal, der YouTuber nachher noch. Kannst mir ja über WhatsApp schicken, weil das ist die Jugend. Und ansonsten sind sie halt kurz und fertig. Ja, du schreibst den Sendungstext, denn ohne Shownotes. Viel Spaß.
Ja, ich geb mein Problem ist das nicht. Ich gebe ja zu, dass ich mich oftmals an unseren Shownotes langhangel. Ja, eben, deswegen. Es ist nicht mein Problem, Frank. Das ist dein Problem. Ich muss nur die Shownotes machen. Ich habe noch ein ganz anderes Problem, dass was ich im Moment keinen Rechner hier habe, um die Shownotes zu schreiben. Den Sendungstext. Ich glaube, du hast ein Handy da und Telegram und kannst mir das schreiben und das reicht. Uiuiui. Also, okay. Der Herr sucht sich immer Ausreden aus. Das ist so. Das ist diffamierend. Aber warum habe ich hier. So, du suchst wieder mal was. Du suchst wieder deine Ctrl-M-Taste oder so. Nee, naja. Bevor du die findest, werden wir mal zum Ende kommen. Oder suchst du die Outro-Musik? Nee, nicht. Ja, na, das ist kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, sagen wir Danke an Lea und Gesche. Danke, Publikum. Dankeschön. Dass ihr uns ertragen zugehört habt. War schön bei euch. Ja. Und, ja. Genau, ja, wie gesagt, wer aus dem Publikum es noch nicht kennt, hör-doch-mal-zu.de ist die Webseite, da findet ihr uns. In der Regel senden wir nicht am Sonnabend um 18 Uhr, sondern 14-tägig um 20.30 Uhr, wobei wir diesen Rhythmus Montag 20.30 Uhr, wobei wir den Rhythmus jetzt unterbrochen haben. Wir werden am nächsten Mittwoch eine Sendung um 16 Uhr machen, aber ab 24. sind wir dann wieder im Rhythmus. Genau. Es gab genug Themen, so AKK und Nahles, und das sind jetzt alles Themen, die wollten wir nicht. Du weißt doch, dass ich nicht über die Nahles rede. Ja, ich schon. Wenn du darüber nicht reden willst, dann rede ich halt alleine mit mir und du bist still. Gut. Und komische Leute machen komische Kommentare im Chat. Ja, das funktioniert doch. Also, ja, weißt du doch. Wir haben wieder einen deiner Monologe. Gut. Ja, Lage der SPD kann ich geil drüber monologisieren. So, was uns jetzt nach der Verabschiedung noch fehlt, ist das Outro. Ja. Tschüss. 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 Bye.